Danke, Frau Vorsitzende. Ja, ich verstehe bei der heutigen Diskussion einiges nicht. Einerseits will die Kommission uns die EU in die Kuratel, unter die Kuratel des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte stellen, ein Gerichtshof, der Dublin II aushebelt, der also untersagt, dass Asylwerber in das Erstaufnahmeland zurückzuschicken sind. Auf der anderen Seite höre ich heute dauernd, dass gerade diese Dublin-Verordnung eine wichtige Maßnahme ist, diese Problematik abzuwickeln. Die Problematik, von der hören ja wiederholt immer dieselben Statusberichte. Die grüne Grenze ist offen, offen wie ein Tor, die Türkei ist nachlässig, mangelnde Bereitschaft zur Kooperation, außer hin und wieder gewisse finanzielle Optimierungsvorschläge zu haben. Ich frage mich, warum es nicht wirklich ehrlich ist, auch zuzugeben, dass ein Zaun auch nicht die beste, aber auch eine Lösung ist, Frau Kommissarin, hier zumindest eine Erstmaßnahme zu setzen. Denn wir dürfen nicht vergessen, auch die Bevölkerung in diesen Bereichen, diesen Regionen Griechenlands hat auch ein Recht gehört zu werden und auch ein Recht, entsprechend auch Schutz zu bekommen.